Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Tutorial, das ich gebeten wurde zu machen. Und da dachte ich mir, ich mache es doch jetzt einfach mal ganz schnell zwischenrein. Und zwar gleich direkt hier mit meiner Videokamera, weil es einfach am schnellsten und einfachsten jetzt ist. Und zwar geht es darum, oder soll es darum gehen, wie ihr Leuchtmelder mit COMSI, die noch nicht im COMSI-Verzeichnis liegen, einprogrammieren könnt. Also einfach die Leuchtmelder-Variablen euch suchen könnt. Und zwar ist es eigentlich recht einfach, sofern ihr wisst, was ihr wollt quasi. Ihr geht zuerst einmal ins OMSI-Hauptverzeichnis, was in meinem Fall jetzt hier liegt. Dann habt ihr hier die Übersicht, die man ja eigentlich auch kennt, so vom Map oder Bus installieren. Dann sucht ihr euch hier das Verzeichnis Vehicles. Und da habt ihr ja alle möglichen Fahrzeuge, die ihr installiert habt. Ich sage jetzt mal, ich möchte mal vom O305 eine Variable suchen. Also gehe ich hier drauf. Und dann ist für uns jetzt besonders interessant der Ordner Skript, den ihr dann auch mal aufmacht. Und hier drin finden sich dann sämtliche Variablen-Dateien. Wir brauchen in dem Fall jetzt in erster Linie mal die Cockpit-Datei. Die hat dieses Dateikürzel OSC, also die können wir uns einmal öffnen. Da braucht ihr ein Öffnungsprogramm dazu. Ich habe in meinem Fall Notepad++, geht aber auch mit anderen. Also öffnet ihr euch die hier und dann möchte ich auch noch die Cockpit-Warlist haben. Die ist auch recht wichtig eigentlich, genau. So, das ist eine Textdatei, eine Editor-Datei und genau, lassen wir es mal dabei. Da ist es jetzt so, ihr könnt jetzt hier einmal durchgehen. Und hier sind sämtliche Befehle drin gespeichert, die, also in dieser Cockpit-OSC sind sämtliche Befehle gespeichert, von Schaltbefehlen über Tastbefehle, über Befehle für die Türen, Befehle für die Luft, Befehle für die Lichter, also es ist wirklich sämtliches drin. Da könnt ihr euch alles Mögliche, auch eben Schaltbefehle und alles Mögliche raussuchen. Das ist wirklich hier, das ist Wahnsinn, was da alles drin ist. Das ist jetzt recht allgemein das Ganze, also machen wir das nochmal zu. Wichtiger ist eigentlich hier die Cockpit-Wahllist. Da seht ihr schon mal genauer eine Auflistung des Ganzen. Und jetzt haben wir hier das eigentlich Interessante für die ganzen Leuchtmelder, nämlich alle Variablen, die anfangen mit Cockpit-Light. Und da geht es dann eben los mit den typischen Testbutton, Masterfälscher, Fernblinker und so weiter. Und da gibt es eben auch Variablen, die so noch nicht vorhanden sind in COMSI, zum Beispiel Motorkühlung. Und anhand dieses Beispiels werde ich euch das gleich mal zeigen. Jetzt können wir hier nochmal schauen. Es gibt hier nämlich noch mehr. Es gibt auch noch extra für Lights eine OSC, die wir nochmal öffnen. Die Lights OSC. So, einmal öffnen. So, hier haben wir jetzt wirklich nur die Leuchtmelder und sämtliche Befehle, die damit irgendwie gekoppelt sind. Und da kann man sich natürlich jetzt auch recht umständlich die ganzen Leuchtmelder raussuchen. Dauert halt eine Weile, weil die Datei auch recht lang ist. Aber im Endeffekt, hier sieht man zum Beispiel auch sowas wie Lights, Fahrerlicht oder so, sind sämtliche Lichter drin, nicht nur die Kontrolllampen. Wenn man jetzt hier die Lights-Wahllist nimmt, dann hat man auch nochmal die Lichter. Das sind aber jetzt eben die Lichter, wie gesagt, die Lichter, sämtliche Lichter, wie auch die Blinkerlichter oder, ja, Warnblinkgeber. Also es sind nicht wirklich die Kontrolllampen. Die Kontrolllampen selber findet ihr eigentlich eher in der, die wir schon offen hatten, in der Cockpit Warlist, genau, so, wo wir eben schon waren und jetzt sehen wir hier zum Beispiel Cockpit Light Motorkühlung. Diesen Leuchtmelder möchte ich jetzt in COMSI hinzufügen, also öffne ich mir mal COMSI und anschließend OFK, also den OPL Creator, dann genau, COMSI müsst ihr nicht verbinden, um Gottes Willen. Dann müsst ihr einmal auf, jetzt muss ich selber nochmal überlegen, genau.
Also ihr könnt natürlich ein neues Profil erstellen, eine neue Datei erstellen oder ein neues Profil laden. Ich möchte jetzt mal eine neue Datei erstellen, die ich ja jetzt hier schon am habe quasi. Also gehe ich auf Leuchtmelder Datenbank bearbeiten und hier habe ich jetzt sämtliche Leuchtmelder, die schon einprogrammiert sind. Mit Plus kann ich vorblättern, mit Minus zurückblättern. Dann kann ich hier speichern, einen neuen anlegen, löschen oder abbrechen. Ich möchte jetzt einen neuen anlegen, also auf New, und jetzt ist hier alles leer. Jetzt gehe ich folgendermaßen vor. Ich schaue hier nochmal rein in meine Datei, Cockpit Warlist. So, ich öffne mir die mal. So, genau. Jetzt möchte ich eben hier Cockpit Light Motorkühlung haben. Kopiere mir das Ganze und füge das hier ins unterste, also Bezeichnung Variable, ein. Nur da rein. So. Bezeichnung Leuchtmelder Deutsch, da könnt ihr von mir aus eingeben, keine Ahnung, hier, ihr könnt hier LOL eingeben und oben schlag mich tot, keine Ahnung, Zug, so. Also es ist absolut egal, was ihr hier eingibt. Wie ihr wollt, ihr müsst es nicht auf Englisch schreiben, ihr müsst es nicht auf Deutsch schreiben, es ist total egal. Es ist letztendlich wirklich nur für euch als Übersicht. Ihr könnt auch oben freilassen, das ist auch kein Problem. So, dann, wenn ihr das soweit habt, dann geht ihr einfach auf Save. Änderungen wurden übernommen, bestätigen. Und dann letztendlich auf Abbrechen. So, jetzt könnt ihr ein vorhandenes Profil laden oder eben eine neue Datei erstellen. Ich erstelle jetzt eine neue Datei. Ich benenne die jetzt aber mal nicht, weil ich möchte es euch ja nur mal kurz zeigen. So, ihr seht aber jetzt schon, hier unten hat sich ein Leuchtmelder mit der Bezeichnung, es kommt immer erst die deutsche Bezeichnung hier, LOL eben eingestellt. Den hier kann ich jetzt einfach hier reinziehen, zum Beispiel hierher, und habe dann letztendlich auch hier meine Motorkühlung drin. Diese ganzen Geschichten hier, die habe ich teilweise selber auch rausgefunden, und hier habe ich auch Tests gemacht mit den beiden. Also wie gesagt, ihr könnt die benennen, wie ihr wollt. So, jetzt haben wir hier eben das eingefügt, jetzt wollen wir das Ganze speichern. Da können wir entweder hier auf Datei OPL erstellen, in dem Fall jetzt gehen, einen Namen eingeben, dann auf Speichern. Und wenn wir das gemacht haben, dann geht ihr einfach wieder auf Datei, Profil laden, müsst dann das Profil, das ihr gerade benannt habt, auswählen und dann hier letztendlich Profil aktivieren. Dann den OFK wieder schließen. Und kommen sie dann letztendlich verbinden und schon werdet ihr sehen, wenn ihr die richtige Variable rausgesucht habt, dann wird es auch funktionieren, die Lampe. Genau, ich hoffe, dass ich jetzt soweit mal alle Fragen dazu beseitigen konnte. Falls es aber noch welche gibt, was total legitim ist, einfach nochmal schreiben oder ja, Kommentar schreiben, wie auch immer. Und dann werde ich das dementsprechend noch beantworten. Also ich hoffe, dass ich trotzdem schon mal ein bisschen Klarheit schaffen konnte und würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Ja, und wie gesagt, wenn ihr auch andere Fragen noch habt, einfach fragen. Dafür bin ich da, dass ich euch da ein bisschen weiterhelfen kann. Genau, dann macht's gut. Bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Fahrerarbeitsplatz-Folge. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.